Billy Schaum. Auf der linken Seite haben wir das Bett für Noobs und Arme. Und auf der rechten Seite haben wir das Bett für Pros und Reiche. Pupsi, ich werde auf jeden Fall das Bett für Pros bekommen. Billy, du bist gerade auf dem Bett für Noobs. Ist dir schon klar? Warte mal, was? Das ist das Bett für Pros. Was redest du da, Sim Lucky? Oh nein, Billy. Aber wir werden natürlich zufällig entscheiden, wer von uns welches Bett kriegt. Okay, lass uns auf den Knopf drücken und ich werde auf jeden Fall das für Pros kriegen. Aber warte mal, Sim Lucky, du hast die Schilder verwechselt. Nee, Billy, das ist richtig. Dirt ist für Arme, nicht Diamanten, Billy. Wie oft soll ich denn auch sagen, dass Pupsi nicht für Pros ist? Okay, Sim Lucky, du darfst den Knopf drücken. Okay, Billy, damit bin ich einverstanden. Aber Freunde, bevor ich den Knopf drücke, lass mal allen Abo und ein Like da innerhalb der nächsten 3 Sekunden, damit ich 100% Glück habe. Ey, Sim Lucky, worauf wartest du jetzt? Drück endlich den Knopf. Okay, Billy, mach ich, Leute. Schnell abonnieren und liken. Schnell, schnell, schnell. Und let's go, Leute. Wir drücken den Knopf und was kriegen wir reich? Ich hab reich bekommen. Let's go. Sim Lucky, das war doch bestimmt gecheatet. Oh nein, Billy, war es nicht. Schau mal, im Dropper waren Arme und reiche Möglichkeiten drin. Okay, dann gehe ich halt auf die Noob-Seite. Tschüss. Ey, Billy, das ist die Pro-Seite zum 10. Mal. Geh jetzt auf deine Noob-Seite. Na gut, wie du willst, dann nehme ich halt die Pro-Seite. Schlechter für dich. Okay, Leute, ich glaube, das kommt einfach nicht in Billys Kopf rein, dass Diamanten viel cooler sind. Schreibt mir jetzt schon mal in die Kommentare, auf welche Seite würdet ihr lieber gehen? Auf die reiche Pro-Seite oder auf die arme Seite? Eine 2 in die Kommentare, falls ihr meine Seite nehmen würdet. Oh nein, schreibt alle eine 1 in die Kommentare, falls ihr die Pro-Seite nehmen würdet. Und jetzt würde ich sagen, Billy, mach dein Bett auf jeden Fall richtig sicher, denn es geht ja auch um das Leben unserer Familie, Billy. Schau mal, wenn du nicht gut genug baust, dann gehen die alle drauf von Mutanten-Skeletten. Ja, Sim Lucky, aber die kommen in 18 Minuten, deswegen lass uns beeilen, wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay, Billy, ich gehe sofort in mein Bett rein und werde es jetzt von innen einrichten. Obwohl, Leute, ich habe eine Idee, ich werde erst allein erstes die Leitern eintauschen, denn das sind stinkgewöhnliche und die sind gar nicht sicher. Deswegen machen wir die sofort weg. Und zwar werden wir jetzt diese durch Eisenleitern austauschen oder wir benutzen einfach diese. Irgendwas sind das überhaupt für Leitern? Die sehen richtig crazy aus. Egal, Leute, wir benutzen die Eisenleitern nur mal sicher und damit werden die ganzen Skelette die niemals zerstören können. Wir können immer hoch in unser Bett. Billy, was treibst du dort? Sim Lucky, ich habe meinen Leitern auch ausgetauscht. Hey, du machst mir nach. Billy, was zum Billy-Pups ist das? Ja, siehst du nicht, die sind viel besser als deine. Das sind Metallleitern aus Pupsi. Hä, Billy, das sind stinknormale Holzleitern, die noch schlechter aussehen als normale. Nein, Sim Lucky, geh auf deine Seite auf zu spicken. Ich weiß, du willst mir nur nachmachen. Billy, dir würde ich niemals nachmachen wollen, sonst überlebt meine Familie bei dir nicht. Ich würde dir raten, deine Familie vielleicht auch in mein Bett reinzuschicken, weil das reiche Pro-Bett ist viel cooler. Naja, Freunde, jetzt fangen wir auch sofort an mit der Inneneinrichtung, die wird ultra cool. Und als allererstes werden wir ganz viel Ausrüstung platzieren und Waffen, damit wir auf jeden Fall gegen das Skelett richtig gut gewappnet sind. Okay, das Mutanten-Skelett, das wird richtig wie riesig, habe ich gehört. Also, wir platzieren jetzt Rüstungsständer. Da können wir uns eine ganze Rüstung drauf tun und schaut mal, was ich hier im Inventar habe. Das ist einfach Mutanten-Skelett-Rüstung. Ich meine, Leute, wie schlägt man ein Mutanten-Skelett am besten? Mit seinen eigenen Waffen natürlich. Und genau deswegen werden wir jetzt diese Rüstung hier platzieren. Junge, sieht die krass aus. Freunde, könnt mir sagen, was ihr wollt. Und wir werden... Oh, hoho, wir haben sogar so einen richtig coolen Kopf, Leute. Und wenn ich die Rüstung anziehe, ey, dann werde ich selber so ein Mutanten-Skelett. Ich krieg einfach Speed und Jump Boost. Oh, ey, warte mal, Leute, damit erschrecken wir jetzt Billy als allererstes. Ich geh mal kurz zu Billy, sonst zack. Und. Ey, Billy, ich glaube, das Mutanten-Skelett kommt schon. Was, Sim Lucky? Nein, lass mich mal schauen. Ich geh kurz raus. Oh ja, Billy, schau lieber draußen kurz. Buh! Sim Lucky, was war das denn? Warte mal, Sim Lucky, bist das etwa du? Du stinkst so. Warte mal, du hast mich am Geruch erkannt? Billy, was ist mit dir los? Hey, ich stink gar nicht. Ich riech gut im Gegensatz zu dir. Nein, Billy riecht viel besser. Der riecht immer cool nach Pupsi. Oh Mann, Billy, Pupsi riecht nicht gut. Das stinkt. Egal, Billy, weißt du was? Du kannst weiterbauen. Prank ist auf jeden Fall erfolgreich gewesen. Okay, Freunde, wir platzieren jetzt hier überall noch die ganze Rüstung, weil wir brauchen 3 Stück für meine Familie. Und hier kommt noch eine hin für Billy. Nee, für Billy platzieren wir nichts, Leute. Der sagt dir, dass seine Noob-Seite viel besser ist. Dann kann er ja sehen, welche besser wird am Ende. Sim Lucky, meine ist auch viel besser, Junge. Du wirst gleich in mein Bett rein wollen.
Oh nein, Billy, da bin ich mir nicht so sicher. Kannst du mal bitte ganz kurz wieder weggehen? Willst du bei mir spicken oder was? Nein, Zimlaki, ich will nicht bei dir spicken. Alles gut, ich bin sofort weg. Hä, Leute, irgendwie kommt ihr ein bisschen sass rüber, als ob der bei mir spicken wollen würde. Egal, Leute, in der Zeit werden wir uns nicht von dem ablenken, okay? Wir werden jetzt nämlich hier ganz viele Waffen platzieren. Ich habe mir schon was richtig Cooles überlegt. Und zwar geben wir mal einen Bogen ein. Und da können wir uns schon die krassesten Bögen aussuchen. Boah, Freunde, was ist das denn für einer? Yo, der sieht richtig gruselig aus. Ey, nicht mal, dass das Mutantenskelett hat so einen gruseligen. Hier gibt es noch so eine Armbrust. Und was ist das hier? Oh, das ist so ein... Junge, das ist so ein richtig, richtig fetter Bogen. Oh, guck mal, wie riesig der ist. Egal, wir geben mir nochmal einen Bogen ein. Da waren noch ein paar richtig interessante. Oh, hier haben wir so einen... Das ist ein Lucky-Bogen. Okay, den nehmen wir auch mit. Und, Leute, was ist das denn? Oh, boah, das ist der Pupsi-Bogen. Billy, den kannst du haben. Der stinkt voll, der ist so grün. Billy, geht. Zimlaki, was machst du bei mir? Willst du etwa schon wieder spicken? Nein, Billy, ich wollte dir nur helfen. Guck mal, hier im Bogen. Leute, irgendwie sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. Der hat hier so ganz, ganz viel Lichter platziert. Ja, bei mir muss immer hell sein, ne? Meins ist halt viel besser, als dann jetzt raus hier. Hey, hör auf, mich mit meinem eigenen Bogen abzuschießen, Billy. Also, wir gehen mal wieder bei uns rein. Und damit Billy uns nicht mehr abschießt, habe ich eine kleine Idee, was wir jetzt machen könnten. Und zwar, wir brauchen eine Tür. Wir brauchen eine richtig sichere Tür. Und genau deswegen werden wir jetzt hier Tür eingeben. Und wir können uns hier richtig viele aussuchen. Guck mal, wie viele es hier gibt. Boah, Alter, stellt euch vor, ich benutze sowas. Oh, das ist einfach so eine Nether-Portal-Tür. Das sieht so reich aus. Aber ich glaube, da finden wir vielleicht sogar noch was Besseres. Leute, ich habe was richtig krass gefunden. Das ist einfach die Millionär-Tür. Wir platzieren hier so eine goldene und die kann man nebenbei nicht öffnen. Also heißt, die ist so krass wie eine Eisentür. Wahrscheinlich sogar noch heftiger. Und der einzige Weg ist, wie man die öffnet, indem man diesen Diamantenknopf drückt. Aber ihr seht schon, Leute, der ist einfach fast unsichtbar. Junge, der ist wirklich unsichtbar. Denkt ihr, man könnte den erkennen? Niemals. Nicht mal Billy wird das erkennen und dann auch gar nicht das Mutantenskelett. Und wenn man das dann drückt, weil der ist halt perfekt getarnt wegen dem Hintergrund. Der Hintergrund ist Diamant und der Knopf ist Diamant. Da kann man die Tür hier öffnen und kommt in mein Zuhause rein. Und mir fällt gerade auf, vielleicht sollte ich noch lieber Fenster reinbauen, damit wir immer beobachten können, was außen abgeht. Und dafür habe ich schon eine richtig gute Idee. Oh, boah, ich weiß, was wir machen, Leute. Wir benutzen hier einfach Diamantenfalltüren, Leute. Und die können wir somit aktivieren. Da können wir immer draußen schauen, was dort abgeht. Aber, Leute, soll ich die wirklich benutzen? Ich meine, vielleicht... Das ist halt ultra OP, ne? Weil die Skelette sehen dann nicht mal, dass hier einfach ein Fenster drin ist. Und da kann ich das immer öffnen, wenn die nicht gucken. So, zack, und dann kann ich die abschießen. Das ist sowas von gut. Und diese Diamantenfalltüren sind auch komplett OP. Oder ich könnte theoretisch auch gepanzertes Glas benutzen. Das ist ultra, ultra stark und viel stärker als das gewöhnliche, Leute. Das ist fast so stark wie Bedrock. Aber dann könnte Billy vielleicht bei mir spicken. Oder das Skelett sieht halt, was wir innen machen. Das wäre gar nicht gut, Leute. Und genau deswegen werde ich jetzt hier die ganzen Falltüren platzieren. Die kann man dann immer aktivieren mit einem Hebel. Anders geht das nicht, Leute. Sonst könnten die Skelette die auch einfach aufmachen. Und damit sind wir hundertprozentig sicher. Okay, Freunde. Wir müssen jetzt unsere Bögen nur noch hier rein platzieren. Und dann haben wir die hier am Start. Und ich habe eine Idee. Hier auf der rechten Seite werden wir nicht Bögen platzieren, sondern richtig coole Schwerter. Und schaut mal, wie viele wir hier einfach zur Verfügung haben. Wir könnten theoretisch einfach so eine riesen... Junge, Alter, wie fett ist das bitte sehr? Oh, das wäre vielleicht richtig stark, weil das hat eine richtig heftige Range. Und dann können die Skelette nicht mehr auf... Dann versuchen die auf Fernkampf auf mich zu schießen. Aber ich kann die halt also trotzdem attackieren, Leute. Weil ich habe halt die krasseste Reichweite. Das wäre ultra OP. Wir packen das mal hier rein. Leute, geht das überhaupt? Warte mal, guck mal, hä? Wie sieht das denn aus? Egal, das machen wir wieder weg. Und wir schnappen uns noch ein bisschen besseres Schwert. Und zwar, was können wir uns hier... Oh, boah, hier gibt es richtig coole Schwerter. Das Rainbow-Schwert holen wir uns auf jeden Fall. Was kann man... Das ist das Pupsi-Schwert, gönnen wir uns nicht. Und das Diamantenschwert. Das sieht auch ultra reich aus. Hey, Billy, was ist das? Das ist der Pupsi-Bogen. Haha, hops genommen. Hey, hör auf, mich abzuschießen. Alter, das sind drei Pfeile. Ey, wo hast du diesen Bogen? Und zeig mal her, warte mal, sind das wirklich Pupsi-Pfeile? Nein, sag mir nicht, das sind Pupsi-Pfeile. Billy, gib mal die Pfeile her. Ja, ich werde jetzt hier alles mit Pupsi voll machen. Billy, hast du jetzt hier ganz viele Pupsi-Pfeile genommen oder was? Du willst mich damit jetzt abknallen? Alter, was ist das, Billy? Nein. Boah, der stinkt, Billy, nimm das wieder zurück, Junge, das ist mit Pups, das ist... Warte mal, hast du da deinen Pupsi drauf geschmiert? Ja, ganz genau, jetzt ab, friss das! Boah, deswegen stinkt das auch so, Billy! Geh hier raus! Ey, wie bist du überhaupt bei mir reingekommen? Wie bist du bei mir reingekommen, Billy? Alter, der hat doch irgendwas ausgehackt. Ja, Billy, geh wieder raus! Ey, wie bist du da reingekommen? Leute, irgendwie check ich das nicht. Hat der meinen Knopf etwa gefunden? Ich weiß selber nicht, wie ich reingekommen bin. Jetzt raus hier, Billy! Schnell, schnell weg! Oh, Mann, Junge, das kriegst du noch zurück, ne? So, du kommst hier nie wieder rein. Alter, meine Familie wird sicher vor... Leute, wird aus Versehen die Tür aktiviert. Wie ist die Tür aufgegangen? Der hat einfach einen Pfeil auf den Knopf geschossen. Egal, Billy, hör auf, mich abzulenken. Ich platziere jetzt hier meine Schwerter rein. Junge, das ist die blaue Schwert. Sieht ultra nice aus. Und jetzt müssen wir das Ganze hier noch ein bisschen dekorieren. Und genau deswegen mache ich hier ein paar Bücherregale einfach daneben. Oder eine Kommode, Leute. Ja, zack, da kann man ein paar Sachen lagern. Und hier kommt einfach so eine Uhr hin, damit wir immer wissen, wie viel Uhr es ist. Und, ne, und weil das Skelett auch angreift, Leute. Das Skelett, apropos Skelett, das kommt einfach in 15 Minuten. Wir müssen uns richtig schnell beeilen. Und genau deswegen werden wir es sofort weitermachen. Ich habe eine richtig gute Idee. Und zwar werden wir ganz hier hinten einfach meinen Riesenroboter platzieren.
platziert. Alter, Junge, Alter, geh da raus. Warum backt der hier drin, Freunde? Wir müssen da rauskriegen. So, perfekt. Schaut mal, wenn das Skelett ein Mutant ist, dann werden wir einfach selber zu Mutanten und setzen uns in diesen fetten Redstone-Roboter rein. Sieht der nicht cool aus? Also, wer jetzt noch immer eine 2 in die Kommentare schreibt, der hat wirklich komplett den Verstand verloren. So, wir gehen hier mal wieder raus. Und jetzt, Freunde, pass mal auf, was ich als nächstes machen werde. Und zwar, guck mal, ich habe hier ganz, ganz viele Spawn-Eggs im Inventar. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass das Skelett Kai sich nicht mal traut, zu uns zu kommen. Und ich habe auch schon eine Idee, wie es sich nicht trauen wird, bei uns in die Nähe zu kommen. Wölfe lieben richtig gerne Knochen und Skelette bestehen ja aus Knochen. Genau deswegen werden die Wölfe Skelette attackieren. Und wir platzieren hier einfach... Was ist das für ein Wolf, Leute? Damit habe ich nicht gerechnet. Jo, wie riesig ist der? Guck mal, ein normaler Wolf. Das ist einfach ein Wolf, den ich platziert habe. Wie krass sehen. Was ist das denn für ein Wolf? Warte mal, Leute, ist das der Pupsi-Wolf? Oder den platziere ich lieber nicht? Warte mal, platziere ich noch so ein. Was ist das denn für einer? So, zack, hier noch. Leute, das ist ein Fuchs. Das ist kein Wolf, das ist ein Fuchs. Und hier, Wither-Wolf. Ey, was gibt's denn noch bitte sehr? Skelett-Wolf. Okay, der sieht echt gruselig aus. Aber ich glaube, dieser Winter-Wolf, das ist der krasseste, Leute. Guck mal, wie riesig der ist. Ey, ich teste den. Ich will den unbedingt zähmen, Leute. Wenn ich den gezähmt kriege, dann bin ich der krasseste, Freunde. Okay, kriegen wir den gezähmt? Zack, zack, zack. Hallo, ich muss dich einmal kurz zähmen. Okay, Freunde, ich glaube, die kriegen wir nicht gezähmt. Die sind zu krass. Dann müssen wir. Okay, dann habe ich eine Idee. Und zwar schnappen wir uns hier eben ganz kurz ein bisschen Zaun. Und wenn die ganzen Skelette kommen, dann lassen wir die ganzen Wölfe frei. Oh ja, und die werden die ganzen Skelette attackieren, weil die lieben Knochen, okay? Und wenn die Knochen sehen, dann kriegen die Tollwut und wollen alles dafür tun, den Knochen zu bekommen und werden die ganzen Skelette aufessen, da bin ich mir sicher. Das ist einfach ein Mutantenwolf, Alter. Das ist sowas von riesig. So, die platzieren wir jetzt hier alle rein und wenn das Skelett kommt, dann werden die die alle attackieren. Und ich gebe denen auch richtig gut Essen, damit die groß und stark werden. Dem Lucky Wolf-Armee, schau, was für eine Armee ich hab. Warte mal, Billy, was soll das denn sein? Das sind meine Pupsi-Schweine. Billy, warum sind das Pupsi-Schweine? Das sind ganz normale kleine Ferkel. Das sind einfach arme kleine Babyschweine. Die willst du doch nicht in den Krieg ziehen lassen gegen das Skelett. Die werden komplett verlieren. Oh nein, die haben dich, ich hab die nicht ohne Grund Pupsi-Schweine genannt. Hä, was meinst du, Billy? Diese Schweine lieben es, in Pupsi zu baden. Und deswegen sind die krassesten. Ey, Billy, lass die bloß von meinem Haus weg, okay? Die sollen hier nicht zu mir kommen, sonst stinkt die da. Billy, was machst du da? Warum platzierst du da? Ey, ist das ganz viel Pupsi oder was? Oh ja, das ist, guck mal, wenn die da reingehen, dann werden die zu Mutanten, schau. Hä, warte mal, was? Hä? Junge, die werden nicht zum Mutanten, die werden einfach nur noch ekelhafter. Die werden komplett. Ah, ich fall in den Pupsi rein. Leute, ich stehe jetzt. Oh Mann, ich muss unbedingt unter die Dusche. Ich glaube, ich baue jetzt selbst direkt eine Toilette. Oh ja, dann werden meine ganzen Schweine noch viel krasser. Die werden zum Pupsi-Schwein. Alter, nur weil die Pupsi-Schweine sind, heißt es nicht, dass die heftiger sind. Junge, der ertrinkt gleich im Pupsi. Das arme kleine Babyschwein. Ich rette das, Junge. Nein, der trinkt nicht Pupsi. Ey, hör auf, dich daraus zu tun. Okay, Billy, was auch immer du hier vorhast, es ist verrückt, ja? Sowas würde ich niemals machen. Ich habe hier meine Wolf-Armee und ich weiß, dass die viel krasser sind. Ey, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr einen 2 in die Kommentare schreibt, dann seid ihr komplett lost. Nein, alle eine 2 in die Kommentare schreiben, mein Bett ist viel besser. Oh nein, alle eine 1 in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, ich lasse mich nicht weiter ablenken von dir, okay, von deinem kleinen Pupsi-Schwein. Ich tue jetzt weiterbauen, Leute, wir sind noch lange nicht fertig. Okay, und als nächstes werden wir jetzt genau hier vorne eine Falle platzieren, aber ich werde die nur bei meinem Haus hin machen, wo die Skelette hundertprozentig reinfallen werden, denn ich glaube, die werden von dieser Seite kommen und genau deswegen werde ich hier einen fetten Graben machen und ich bin mal ein bisschen faul, Leute, denn wir haben nicht viel Zeit, okay, wir haben noch 10 Minuten Zeit und deswegen mache ich hier einfach so einen Graben hin, Leute, mit der magischen Axt, indem ich hier den Command /ZR mache, somit verwandle ich hier einfach alles zu Luft und jetzt werden wir hier unten, ups, das tut mir leid, ich wollte hier nicht reinwerfen, du hast jetzt wohl Pech gehabt, nee, Leute, das retten wir hier wieder, denn unten werden wir jetzt was ganz, ganz Grausames platzieren, wir werden hier einfach Spikes platzieren, Stacheln, wo die ganzen Skelette reinfallen werden. Oh ja. Ihr fragt euch, wie sollen die da reinfallen, wenn die das sehen? Und dafür werde ich noch sorgen, damit die das auf jeden Fall keine Ahnung haben, dass hier ganz, ganz viele Spikes sind. Und zwar werde ich oben einfach so eine kleine Falle platzieren. Okay, ich habe jetzt alles voll mit Stacheln gemacht und jetzt werden wir uns darum sorgen, dass die Skelette das nicht sehen. Und zwar werde ich jetzt ganz, ganz viel Fellgras platzieren. Das ist einfach Gras, welches zusammenkracht, wenn man da drüber läuft, Leute. Denn das ist so, das ist eine Art Teppich, aber das sieht halt einfach aus wie Gras und das wird man null checken, dass hier einfach eigentlich ein echt so ein riesiges Loch drin ist. Schaut mal, Freunde, sieht 1:1 so aus wie Gras. Leute, wo ist jetzt die Falle und wo ist die nicht? Man weiß es sogar gar nicht mehr. Simlucky, was riechst du da? Was für Falle? Bei dir ist keine Falle, ich sehe da nur Gras. Oh ja, das war ja auch mein Ziel, Billy. Billy, geh hier auf keinen Fall hin. Billy, geh hier auf keinen Fall hin, ich warne dich. Aua, nein, Simlucky, was soll das? Aua, mein Popo, ich muss hier schnell wieder hoch. Oh Junge, Billy, ich hab's dir gesagt und du wolltest nicht hören, Junge. Es ist selber deine Schuld. Ey,
pass doch auf, hier fallen doch gerade meine ganzen süßen Schweine rein. Oh nein, Billy, ey, lass es in Ruhe. Lass das arme Schwein in Ruhe. Du willst es selber da reinschubsen, Billy, du grausamer Mensch. Was machst du da? Leute, der einzige Weg, wie man hier rüber kann, weil meine Familie muss gleich ja auch rüber, ist, indem man hier auf dieses Bausbett springt. Dann kann man hier so rüberspringen. Richtig cool. Und ey, Schweinchen, ich würde dir raten, da nicht mehr nach vorne zu gehen, okay? Ganz, ganz wichtig. Jetzt platzieren wir hier überall dieses Fake-Gras und damit werden die ganzen Mutanten-Skelette auf keinen Fall rechnen. Wir haben jetzt eine ultra coole Falle. Okay, Freunde, ich habe jetzt die Falle fertig gebaut. Man sieht einfach null, dass da eine Falle ist, Leute. Guck mal, man checkt es einfach nicht. Würdet ihr das erkennen? Nee, würdet ihr bestimmt nicht. Okay, und jetzt müssen wir aber ganz, ganz schnell wieder rein und dort in unserem Bett weiterbauen. Oh ja. Okay, Leute, und als nächstes müssen wir unbedingt mal eine Toilette bauen, denn, Freunde, ich stinke schon langsam ein bisschen und ich will die ganzen Pupsi-Geruch wegmachen. Warte mal, ist das Billy dort? Hä? Warte mal, hab ich es mir nur eingebildet? War da gerade Billy? War da gerade Billy an meiner Maschine? Nee, Leute, ich glaube, das war nur Illusion. Habt ihr auch Billy gesehen? Ey, spult mal jetzt nochmal zurück und schreibt in die Kommentare, ob da gerade Billy war. Ey, Billy, kann es sein, dass du hier gerade vielleicht in meinem Bett warst? Nee, Simlucky, wovon redest du? Ich war nirgendwo. Billy, wie, du warst nirgendwo? Irgendwo musst du ja gewesen sein. Das ergibt keinen Sinn, Billy. Ich war bei mir, Pussy machen. Ja, ganz genau. Billy? Irgendwie kommt es mir so vor, als ob du lügen würdest. Egal, Leute, schreibt mal jetzt in die Kommentare, war da Billy oder nicht? Oder spult mal jetzt nochmal zurück und schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, es war nur Einbildung. Okay, Billy, das kann echt nicht gewesen sein, okay? Ich kann eigentlich wetten, dass du da warst. Freunde, egal, wir lassen uns nicht von dem ablenken, okay? Falls der hier ist, vielleicht schmiedet er irgendeinen Plan, okay? Hackt da irgendwas aus, damit ich hier auf jeden Fall einen Nachteil habe. Ich hoffe nicht. Und zwar werden wir jetzt halt als nächstes die Toilette bauen. Und dafür müssen wir erstmal diesen Raum teilen, aufteilen, denn ich will ja nicht, dass irgendeiner uns beim Pupsi machen beobachtet. Wie zum Beispiel Billy, der hier gerade mal in meinem Roboter war, oder nicht? Und genau deswegen habe ich jetzt hier so eine kleine Wand gemacht und das ist jetzt unsere Toilette, Leute. Jetzt brauchen wir nur noch eine richtig coole Tür und dafür habe ich auch schon eine Idee. Und zwar schnappen wir uns einfach mal diese richtig cool aussehende Tür. Die kann man einfach so aufschieben und die passt super zu einer Toilette, Leute. Sieht das nicht cool aus? Das ist so eine richtige Reichentür plus die ganzen Diamanten. Ultra nice! Jetzt, Freunde, müssen wir nur noch hier ein kleines Bad platzieren. Ja, Leute, da werde ich mich gleich richtig schön baden, aber es ist keine Zeit zum Baden gehen. Wir müssen uns richtig schnell beeilen, denn das Skelett kommt hier jeden Moment. Und, Freunde, nach dem Baden muss man sich natürlich immer abtrocknen. Genau deswegen platziere ich hier einen roten Bademantel. Schreibt jetzt alle Hashtag Team Rot in die Kommentare, falls ihr auch findet, dass Rot die beste Farbe ist. Nein, Pupsi, viel besser. Hashtag Pupsi. Oh nein, das wird niemand in die Kommentare schreiben. Egal, da kommt noch ein Handtuch hin. Kann man immer gut gebrauchen, ne, um seine Haare ein bisschen abzutrocknen. Und jetzt, Leute, bauen wir hier einfach eine Dusche, falls man sich etwas schneller baden will und sauber werden möchte. Also das sollte perfekt aussehen. Guck mal, hier kann man immer die Temperatur einstellen. Da kann man hier machen, heißes Wasser oder kaltes. Leute, duscht ihr eher kalt oder heiß? Schreibt mir das auch jetzt in die Kommentare. Und wir müssen natürlich auch unsere Kleidung waschen. Denn Leute, falls ihr nicht wusstet, ich habe nur einen Anzug immer an. Aber ich habe viele von denen, okay? Denkt nicht, ich habe jeden Tag den gleichen Anzug an. Dann würde ich ein bisschen stinken, aber sowas mache ich natürlich nicht. Und die muss ich dann immer hier zum Waschen geben. Lucky, Junge, das ist verboten, was du da brauchst. Junge, Billy, das ist nicht verboten. Das braucht jeder Mensch eine Dusche. Nein, das Duschen, das ist jetzt echt verboten. Verboten, Simlucky, das macht man nicht. Ekelhaft. Junge, ey, die ganze Zeit Pupsi zu machen, das ist ekelhaft, Billy. Red nicht so Blödsinn. Egal, Leute. Was auch immer Billy dort mir sagt, hört nicht auf den, okay? Geht euch regelmäßig duschen. Also, wir machen sofort weiter und platzieren jetzt hier eine Pupstoilette. Das ist nicht verboten, das ist richtig gut, Simlucky, weiter so. Ey, Junge, du platzierst bei dir wahrscheinlich tausende Toiletten, weil du jeden Tag Pupsi machst. Leute, und zwar brauchen wir natürlich auch irgendwo einen Ort, wo wir Pupsi machen können. Leute, das habt ihr nicht gesehen, okay? Nee, Spaß, Leute, ich habe die Pupsi gemacht. So, wir machen die Tür zu und somit ist unsere Toilette fertig. Und warte mal, wir schreiben da eine Sache hin, ganz, ganz wichtig. Das müssen wir klarstellen, sonst gibt es die Toilette nicht mehr lange. Billy hat hier Verbot, Leute. Ganz, ganz wichtig. Wenn Billy hier einmal reingeht, will dann niemand anderes mehr reingehen. Okay, da wird meine Familie sich nie wieder reintauen, weil alles vollgestunken ist. Okay, da stinkt so, dass man ohnmächtig wird und drauf geht. Okay, Freunde, ich habe jetzt als nächstes nochmal einen Raum gebaut, der zur Hälfte aus roten Blöcken besteht und zur Hälfte aus braunen Blöcken besteht. Ihr fragt euch sicherlich, warum. Das wird das Schlafzimmer, okay? Ich will nicht so fies sein. Falls Billys Familie zu mir möchte, dann werde ich die auch auf jeden Fall reinlassen. Billy, da denke ich nochmal drüber nach, aber bei der Familie, die lasse ich rein. Okay, die haben ja nichts mit Billy zu tun. Warte mal, nee, deine Familie wird zu mir kommen wollen, weil meine Basis viel besser wird.
Junge, Billy, da wäre ich mir nicht so sicher. Aber guck mal, ich bin so nett, okay, sei dankbar. Ich baue für dich auch was Tolles, weil ich weiß ganz genau, am Ende wird deine Familie zu mir kommen und nicht andersrum. Davon träumst du. Junge, Billy, es wäre mir eigentlich egal. Freunde, wir fangen jetzt sofort an. Und zwar wollte ich ja hier mein Schlafzimmer bauen. Wir platzieren hier, warte mal, wir machen das so. Hier schlafe ich mit meiner Frau, okay, mit meiner Freundin. Und hier, da kommt der, da wird das Baby schlafen. Ja, Leute, ich habe ein Baby, ja, das wird da schlafen. Ich habe ein Baby in Minecraft. Jetzt als nächstes platzieren wir hier noch genau dasselbe für Billy. Und mein Baby braucht natürlich, Leute, nicht vergessen, das braucht Kindersicherung. Nicht, dass es abends irgendwie da rausfällt und zu dem Mutanten-Skelett geht, okay? Keine Ahnung, das Schlafwandel bestimmt. Nee, mein Baby wird nicht schlafwandeln, bestimmt Billy seins. Oder Billy sein Baby muss bestimmt auf Toilette oder so, findet die da nicht und geht aus Versehen raus. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Bei Billy, warte mal, bei Billy sein Baby, da müssen wir ein bisschen krassere Maßnahmen ergreifen. Nämlich platzieren wir da jetzt Eisenfalltüren. Weil bei seinem Baby, da weiß man nie. Okay, zack, wir platzieren jetzt hier drüber noch einen Hebel, damit das ja auch alles zugemacht wird, Freunde. So, zack, und jetzt ist auf jeden Fall Billy sein Baby sicher und kann nicht mehr rausfallen. Warte mal, was? Du hast mein Baby eingesperrt, das ist ein Gefängnis. Nein, es ist kein Gefängnis, Billy, was redest du da? Warte mal, warum siehst du eigentlich, was ich mache? Billy, kann es sein, dass du hier irgendwo bist? Ey, nicht, dass der sich schon wieder irgendwo hier versteckt hat. Egal, Leute, wir bauen jetzt hier als nächstes jetzt ein kleines Teppichchen, ne, damit es hier schön gemütlich ist und nicht vergessen. Das Ganze machen wir natürlich auch auf Billy seiner Seite. Platzieren hier auch einen schönen Teppich. So, perfekt. Und dann hat der hier sein schönes Bett. Und, Leute, wir brauchen ein Regal. Und deswegen schnappen wir das hier eben auch ganz schnell. Billy kriegt hier sein braunes Regal. Ich weiß auch nicht, warum Pupsi seine Lieblingsfarbe ist, aber so ist es eben nun mal. So, wir machen das Ganze so. So sieht es sogar noch viel besser aus. Und das machen wir auf der Seite jetzt genauso. Oh ja. Ja, Leute, sieht das nicht perfekt aus? Was jetzt nur noch fehlt, sind Plüschtiere für mein Kind. Junge, sieht das nicht süß aus? Einfach so ein schönes, rotes Schaf. Hier ist so ein kleiner Papagei und wir platzieren hier sogar Sonic. Das ist ein Sonic-Plüschtier, ist ultra nice. Und für mein Baby machen wir so ein Pilz-Plüschtier. Boah, das ist der süßeste. Und für Billy, warte mal, Leute, was nehmen wir für Billy? Ich hab eine Idee. Wir platzieren da jetzt sein Lieblingsmonster und zwar ein Enderdrachen. Dann Spaß, Leute. Oh, Junge, Alter, sein Baby wird sich eh erschrecken. Billy auch, wenn er das sieht. Ich bin schon so gespannt auf seine Reaktion ganz am Ende. Hier platzieren wir jetzt noch so ein Axolotl. Junge, das Axolotl hat einen Pupsi gebadet. Warum ist das? Ey, warum ist eigentlich alles braun, Junge? Also was von Billy, das wird alles in Pupsi gesagt. Wir machen jetzt sogar noch so eine Fledermaus hin, obwohl da kriegt mein Baby noch Angst. Das will ich eigentlich gar nicht. Ja, das machen wir so oben rein. Das fliegt da oben und dann. Ja, Billy, seine Ecke ist auf jeden Fall fertig. Wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen noch, damit man sich fühlt wie zu Hause, ein paar Bücher, die man lesen kann. Ich glaube, für Billy, seine Familie, werde ich keine Bücher platzieren. Die können sowieso nicht lesen. Deswegen mache ich nur auf meine Seite ein paar Bücher hin, aber so, damit es auch schön aussieht. Und ja, ich warte mal so. Wir machen das so. So sieht es doch perfekt aus. Und jetzt, Leute, würde ich sagen, weil wir machen besser. Besser, Leute. Seid ehrlich, Leute, das sieht schon süß aus, ne? Perfekt. Und als letztes machen wir hier noch einen roten Vorhang hin und einen braunen, Leute. So, perfekt. Nee, das machen wir anders. So. Oh, wir können das sogar. Ey, wir können das sogar so teilen. Ist das nicht cool? Das machen wir noch auf der anderen Seite, dann sieht es ein bisschen besser aus. Leute, da kann man das immer so aufmachen und schön in sein Schlafzimmer reingehen. Ist das nicht cool? Ey, guck mal, wie nice das aussieht. Okay, jetzt, wenn wir unser Schlafzimmer haben, unsere Pupsi-Toilette, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch. Wir brauchen eine Küche. Weil, wenn wir hier lange drin bleiben, dann dürfen wir natürlich nicht verhungern. Genau deswegen werden wir. Ich glaube, ich mache die Küche hier vorne hin. So, dann wird es am besten aussehen, oder nicht? Okay, wir platzieren jetzt hier die Küche. Aber bevor wir das tun, habe ich sogar noch eine Idee. Und zwar brauchen wir noch ein Wohnzimmer. Und ich platziere mal das da vorne hin. Leute, das passt besser. Okay, perfekt. Und jetzt haben wir hier ganz, ganz viel Platz für die Küche, wo ich immer mein leckeres Essen zubereiten werde. Okay, hier platzieren wir jetzt ein Spülbecken. Das ist ganz, ganz wichtig in der Küche. Und da machen wir jetzt die ganzen Regale hin. Und an der Seite platzieren wir einen Kühlschrank, wo später uns das ganze Essen reinkommt. Aber als allererst mache ich hier einen Ofen hin. Dort werden wir mal schön backen. Schaut mal, da innen ist sogar ein Kuchen drin. Hab ich gerade gehört, Kuchen? Nein, Billy. Ey, hör auf jetzt zu mir zu kommen, okay? Ich weiß, du magst Kuchen, aber du wirst nicht meinen Kuchen essen. Bitte. Oh, nee, Billy, wirst du nicht. Und hier platzieren wir sogar noch Kekse. Was, Kekse? Ich komme. Nein, Billy. Ey, mach dich ab. Wo auch immer du bist, okay? Du kommst jetzt nicht zu mir. Junge, Alter, wenn der Kekse hört, ne, der verliert komplett seinen Verstand und will die komplett aufessen. Das ist für meine Familie, nicht für dich gedacht, Billy. Du frisst ihn. Oh, nein, stopp. Billy, du gehst hier nicht rein. Hey, hör auf da. So, weißt du was? Tür mache ich später wieder hin. Du kommst hier nicht rein. Lucky, du bist so ehrenlos. Hä? Warte mal. Du brichst hier sogar ein bei mir. Alter, du kommst jetzt sofort hier wieder. Junge, Alter, Billy, lass das. Lass das. Hör auf, meine Kekse zu stehlen. Nein, nein, nein. Billy, hör auf damit. Leute, ey, was machst du da, Billy? Ey, weißt du was? So, du fliegst aus dem Fenster. Ganz ehrlich, Alter. Kein Bock mehr auf dich, Billy. So, raus hier. Raus, aber ganz schnell. Ey.
Junge, bitte, kannst aufhören, die ganze Zeit zu entkommen? So, warte mal und bam. So, ich schmeiß hier aus dem Fenster raus. Aua, Simba, ich hab mir alle meine Knochen gebrochen. Hä? Was redest du? Bin ich einfach weggeflogen. So, ich mach wieder zu und der hört auf meine... Junge, der hat die einfach jetzt kopiert und klaut das von mir. Oh Mann, Billy. Und deswegen ist meine Tür kaputt. Die mache ich einfach später wieder hin. Freunde, wir wollen nicht nur eine Küche bauen. Und zwar machen wir jetzt auch ein richtiges Wohnzimmer. Und genau deswegen machen wir hier einfach so ein Fernsehen hin, Leute. Da kann man sich immer hinschillen auf seine Couch. Aber wir platzieren keine... Junge, kannst du mal einmal aufhören damit? Was meinst du denn mit dem Lucky? Ich hab nichts gemacht. Ich hab dich genau gesehen, okay? Nicht ohne Grund sind hier ganz, ganz viele Pfeile. Okay, Billy, du willst es wohl nicht anders. So, Leute. Leute, wer nicht hören will, der muss spüren, ne? So sag ich immer. Also genau deswegen, so. Billy, ja, schieß ruhig nur weiter. Freunde, schaut mal, was ist noch? Ja, ein bisschen TNT, ja. Billy, du denkst wohl, du wärst ein ganz, ganz witziger, ne? So, das machen wir zu. Und jetzt, Leute, bauen wir uns runter. So, perfekt. ich gehe jetzt auf Billy-Prank-Tour-Mission. Bum, 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 wir bauen hier kurz alles weg und dann springen wir jetzt alles bei ihm in die Luft. Also, das hat der davon, ich sag euch ganz ehrlich, ja. Der will die ganze mich pranken, ne? Dann will, Leute, ich ist halt ganz pupsi. Okay, das war echt ekelhaft, ich hab's fast berührt. Okay, Leute, ich glaub, der hat mich gesehen. Was war das? War das ein Maulwurf? Ja, Billy, das war ein Maulwurf. Ich weiß zwar nicht, wovon du redest, aber das war bestimmt ein Maulwurf. Leute, war das knapp. Okay, wie es aussieht, ist Billy kurz weg. Das heißt, wir platzieren jetzt hier TNT und zünden das. Und jetzt, Leute, schnell hier rein. Wir sehen, wie es explodiert und boom. Hey, was ist da explodiert? Und nein. Leute, schnell, ich muss hier abbauen. So, auf meine Seite und zack, den Gang bauen wir hier mal zu, so damit Billy auch nichts merkt. Und jetzt gehen wir wieder hoch in unser Haus und tun so, als ob nichts gewesen wäre. Billy, was meinst du? Was ist da explodiert? Ich weiß auch nicht. Warte mal, ich schau mal. Hey, bei mir ist alles kaputt. Wer war das? Oh, nein, Billy, ich habe keine Ahnung, wer das war. Ey, du musst schnell reparieren. Das Skelett kommt in 5 Minuten, Billy, beeil dich. Junge, Billy, was machst du da? Hast du da wieder extra irgendwas explodiert? Kann sein, dass das mein Pupsi war. Ich habe so richtig kurz Putzi gemacht und dann ist alles explodiert. Was? Leute, das war ich, Junge. Was redet der da? Egal, der Junge hat explosiven Furz oder was? Was hast du gegessen, Billy, dass es so explodiert? Ja, ich hab mal Chili gegessen. Okay, Billy, du bist echt lost. Egal, bau das dann wieder zu. Ey, ich war das auf keinen Fall. Sass dem Lucky. Okay, nee, alles gut. Ich baue hier ruhig weiter. Nee, ich baue hier die ganze Zeit schon. Ich habe nichts damit zu tun. Leute, das war knapp. Okay, ich hab schon das Gefühl gehabt, dass der mich erwischt, Leute. Dass der weiß, dass ich das war. Guck mal, was für einen riesigen Fernseher wir hier haben. Können wir uns einfach auf unser Rainbow-Sofa setzen. Das leuchtet einfach so in Rainbow. Das ist ultra nice. Und schaut mal, wie schön es schon bei mir aussieht. Aber, Leute, wir müssen noch viel, viel sicherer sein. Wir haben hier zwar gerade nur mal unsere Mutanten, aber uns fehlt noch eine Möglichkeit, wie wir abhauen können, okay? Im Notfall. Leute, will er sich da gerade tarnen? Also Lucky sieht mich nicht, weil ich tarn mich. Junge, seid ernst? Ich höre den und ich sehe den. Leute, seht ihr ihn auch? Schreibt mir jetzt in die Kommentare, ob ihr ihn sehen könnt, okay? Oder lasst ein Abo und ein Like da, falls ihr Billy seht. Ich sehe ihn auf jeden Fall, Junge. Wer den jetzt nicht sieht, ist echt lost. Also Lucky, du bist so lost, du siehst mich nicht. Junge, Billy, ich sehe... du bist genau vor mir. Vor meinem Kopf bist du direkt. Billy, wie denkst du, dass ich dich nicht sehe? Was, ey? Ich bin doch getarnt. Billy... Du stinkst erstens nach Pupsi und deswegen kannst du dich auf keinen Fall tarnen. Ey, der dachte wirklich, dass Blau mit Blau sich tarnt. Junge, du hat deinen Kopf gesehen, okay? Der hässlichen großen Kopf. Ey, du hast mir hässlich getarnt, Sim. Okay, du bist selber hässlich. Weißt du was? Ich gehe zu mir, Junge. Ich rede nicht mehr mit dir. Okay, Billy, ist besser so. Okay, du tust mich ja die ganze Zeit ablenken. Okay, egal, Leute, wir machen jetzt weiter. Wir lassen uns von Billy nicht mehr länger provozieren. Leute, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, ganz genau, bei einem Fluchtplan, den wir brauchen, falls nichts mehr hilft. Und schaut mal, was ich jetzt hier platziere. Einfach goldene Leitern. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das sieht ultra nice aus. Hier oben platzieren wir noch eine und dann können wir hier einfach hoch auf unser Bett. Und Leute, ich hab's euch ja gesagt, wir brauchen einen Plan B, wie wir irgendwie flüchten können. Das hat Billy gerade nicht. Voll lost, Junge. Ich meine, wenn die Mutantenskelette wirklich so stark sind, wie wir erwarten und wir wirklich nichts mehr gegen die tun können, zu fallen wirklich auch nicht funktionieren, dann brauchen wir eine Möglichkeit, wie wir abhauen können. Und genau deswegen werde ich jetzt hier oben einen Helikopterlandeplatz bauen, wo wir mit einem Helikopter abhauen können. Okay, gleich werde ich auch den Helikopter platzieren. Davor muss ich den Landeplatz hier zu Ende bauen. Als allererstes machen wir alles schwarz, Leute. Und jetzt müssen wir hier auch so ein Zeichen reinmachen, damit auch der Helikopter weiß, ja, hier muss man landen. Und dafür nehmen wir hier so ein H, zack, 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 platzieren das über... Billy, warum bist du gerade auf derselben Position wie ich? Kann es sein, dass du mir zufälligerweise nachmachen willst und zufälligerweise vielleicht auch einen Helikopter baust? Helikopter? Nee, doch, ich mach einen Helikopter. Jetzt, wo du sagst. Billy, das ist komplett gespickt bei mir.
Warum darf ich keinen Helikopter machen? Das hast du nicht erfunden, ne? Billy, ich hab's gerade gemacht und du kommst eine Sekunde danach und machst es auch. Ich mache Helikopterlandeplatz. Sei leise, der Lucky spickt nicht bei mir. Junge, du hast bei mir gespickt. Jetzt wirft er mir auch doch vor, dass ich bei ihm spicke. Ach, das gibt's nicht, Junge. Billy ist echt ein Rätsel. Egal. So, wir machen jetzt hier das H hin, Leute. Das steht dann für Helikopter. Und dann weiß der Helikopter ganz genau, ich muss hier landen. So, perfekt, Leute. Sieht das nicht super aus? Hier müssen wir das H noch zu Ende machen. Jetzt platzieren wir uns einfach gleich in den Helikopter dort. Ey, auch egal, ob du mir nachmachst. Ey, was macht der da? Hä, warte mal. Machst du einen Fluglandeplatz? Ja, ich mach viel besser als du. Schau mal. Hä? Ey, das ist echt gar nicht mal so schlecht. Aber warte mal, ich habe ein viel besseres Flugzeug als du. Wetten. So, boom. Wir platzieren einfach hier uns einen Helikopter. Schau mal, wie cool der aussieht. Da können wir uns einfach reinsetzen. Und dann zack, können wir ihn aktivieren und losfliegen. Let's go, Sui. Warte, Leute, wie fliege ich den Helikopter? Ich hab's ja gelernt. Ich weiß nicht, wie man... Oh, doch. Oh, okay. Ich hab's gecheckt, Leute. Und jetzt können wir hochfliegen. Nee, Leute, aber wir fliegen nicht jetzt. Billy, was ist das für ein Flugzeug? Oh, schau, ich kann fliegen. Ups, doch nicht. Billy, was geht bei dir denn ab? Du musst auf jeden Fall nochmal fliegen lernen. Aber Leute, das ist gar nicht eine gute, schlechte Idee, meine ich. Nämlich werde ich genau dasselbe machen. Ja, Leute, wir machen jetzt einfach genau dasselbe. Aber wir werden es nicht so machen wie Billy. Wir machen das einfach mit unseren Redstone-Fackeln. Das sieht tausendmal cooler aus. Die platzieren wir jetzt hier überall. Und dann ist es so ein Landeplatz für ein Flugzeug. Und wir werden viel, viel cooleres als Billy verwenden. Junge, der kann nicht mal fliegen, Leute. Leute, der ist einfach weggecrashed. Zum Lucky Flame mache ich doch Helikopter. Ist, glaube ich, einfacher zu fliegen. Ja, jetzt machst du mir nach, Billy. Freunde, wir nehmen hier jetzt einfach das krasseste Flugzeug aller Zeiten. Schaut euch das mal an. Das ist einfach so rot und ich kann damit richtig gut fliegen. Wow. Schaut mal, wie nice. Und wir fliegen wieder runter. Let's go. Ah, ich bin gecrashed. Okay, das muss ich nochmal üben. Aber es sieht schon mal richtig gut aus. Wir haben jetzt einen Fluchtplan, den wir auf jeden Fall durchsetzen werden am Ende. Und Billy, was geht? Billy, was geht jetzt bei dir ab? Junge, hast du es jetzt endlich gelernt? Ja, ich fliege in die Luft. Und wow. Nein, ein Baum, ein Baum, ein Baum. Was macht der Baum da? Billy, du bist explodiert. Oh Mann, du musst echt aufpassen. Aber weißt du was, Billy, du kannst mir gerne nachmachen. Solange es deiner Familie gut geht, will ich auch nicht, dass der schlecht geht, okay? Es ist das Beste für dich. So, also, Leute, ich glaube, wir haben eigentlich jetzt schon fast alles fertig gebaut und die Mutanten kommen in 2 Minuten. Leute, ich weiß, was wir vergessen haben. Wir müssen noch einen Spaß- und Gaming-Bereich bauen. Und genau deswegen habe ich hier schon ein paar Items vorbereitet und den werden wir genau hier bauen. Als allererstes platzieren wir jetzt hier unsere Spielmaschinen, Leute. Hier können wir einfach Sonic drauf zocken. Wie cool ist das denn? Zack, 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 Freunde. Übelst nice. Und jetzt werden wir einfach einen Gaming-Room bauen. Okay, als allererstes machen wir hier ein bisschen Deko. Okay, das ist auch der Aufnahmeraum, damit wir unsere coolen Videos aufnehmen können. Und dafür platzieren wir hier einfach dieses, warte mal, irgendwie geht das nicht, Leute. Ich glaube, ich brauche als allererstes, ich brauche einen Tisch als allererstes. Okay, wir schnappen uns einen Tisch, werden den hier hin machen. So, perfekt, Freunde. Und jetzt können wir da einfach einen Monitor hin platzieren. Einen PC brauchen wir natürlich, damit wir auch unsere Videos aufnehmen können. Freunde, dafür platzieren wir unsere Tastatur. Hier machen wir ein Schild hin. Und jetzt schaut mal, wie cool ich das machen werde. Als nächstes müssen wir hier nur noch ein Bild reinplatzieren. Und somit haben wir hier auch schon unseren Computer. Und jetzt brauchen wir nur noch ein Mikrofon, wo wir immer reinreden können. Das platzieren wir so. Perfekt, Freunde. Aber warte mal, ich muss hier wieder raus. Jetzt schnappen wir uns hier noch unsere Dekoration. Legen das so auf den Tisch. Ey, das sieht so nice aus. Und wir brauchen eine Kamera, okay? Für Facecam. Ja, wenn ich Facecam machen möchte, dann brauchen wir auch eine Kamera, Leute. Ganz, ganz wichtig. So, zack, das filmt mich dann immer so. Jetzt nicht zu vergessen, Leute, wir brauchen noch einen Gaming-Sessel. Warte mal. Stellt, brauchen wir ganz schnell ein. So können wir uns hier irgendeinen schnappen. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Wir nehmen diesen roten Gaming-Sessel. Der sieht ultra cool aus. Das ist einer aus. Sieht aus wie so ein Gaming-Sessel, weil das ist so. Hey, was machst du hier, Billy? Hör auf, mir Sachen zu kopieren. Ich mach gar nichts. Junge, wie konnte ich dich überhaupt nicht sehen? Alter, Billy, du gehst jetzt. Ah, okay, Billy, weißt du was? Nee, es reicht mir. Du willst es wohl nicht anders. Du willst es wohl nicht anders. Jetzt werde ich hier komplett in die Luft springen. Okay, Leute, ich hol mir einen Bazooka. Nein, danke, bitte auf. Ich habe wirklich nichts kopiert. Junge, du hast gerade. Was? Okay, Billy, so. Ja, das ist anscheinend. So muss man dich dabei aufhalten. Es geht nicht anders. Okay, man muss dir erstmal drohen. Aber Billy, weißt du was? Du hast schon so oft bei mir gespickt. Du hast es nicht anders verdient. Nein, Simon, ich hab doch alles zurückgegeben. Billy, du hast bestimmt eine Kopie gemacht. Okay, nimm das, Billy. Boom! Du hast das abgewehrt, Billy. Haha, Billy, wir sind sehr lucky. Ich bin zu stark. Okay, Billy, einmal nochmal Glück gehabt, okay? Aber das nächste Mal verschone ich dich nicht. Bam, nochmal, boom. Aua, aua,
mein Popo. Egal, hab ich mir mein Popo abgewetzt. Da kommt gar nichts durch. Okay, Pilli, ich mach die Tür zu. Der hat bestimmt mit seinem Pupsi abgewehrt. Der hat jetzt wieder alles gegeben. Okay, du, hör auf zu spicken, Billy. Sonst kommt doch meine Familie zu dir, weil das so gut ist, weil der bei mir gespickt hat. Also das wollen wir natürlich nicht. Und Leute, jetzt machen wir hier noch den Spaßbereich hin. Wir machen hier einfach so ein Schlagzeug hin. Da kann man so richtig ausrasten, Leute. Da können wir ein bisschen Billy nerven, richtig laut sein. So, bium, bium, bium. Hier ein bisschen auf die Trommeln hauen. Wie nice ist das denn? Okay, und jetzt, Leute, wir platzieren sogar noch so ein Trampolin. Da kann man immer so ein bisschen rumspringen. Ey, seid mir ehrlich, in welches Haus würdet ihr jetzt lieber reingehen? In welches Betthaus? Das ist ja immerhin noch immer alles in einem Bett. Das ist so krass, Leute. Wir haben einfach ein Bett in einem Bett. Ist das nicht ein bisschen komisch? Guck mal hier, einfach ein Bett in einem Bett, Leute, weil das ist ja ein Betthaus. Okay, wir haben jetzt hier ein Trampolin hin platziert. Da können wir so rumspringen. Wow, 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 Leute, das mache ich Bock. Ultra nice. Und damit man nicht Hunger hat, machen wir hier einfach noch so einen Tisch hin, wo man sich immer Snacks gönnen kann. Obwohl, ich habe eine bessere Idee. Wir machen hier einfach so einen richtig kleinen Tisch hin. Dann haben wir so einen kleinen Hocker hier. Zack, da kann ich mich hinhocken. Und Billy kann sich dorthin setzen. Warte mal, dann nehmen wir doch einen großen Tisch. Ich glaube, so soll es besser aussehen. Da haben wir richtig viele Snacks drauf, Leute. Okay, ey, das ist doch ultra cool. Da kann man sich so hinsetzen und Snacks essen. Zum Beispiel einen Hamburger, Leute. Burger Pommes kann man essen. Burger Pommes auf die Eins. Warte mal, Billy, was singst du da? Burger Pommes, die kennst du nicht? Nee, kenn ich nicht. Leute, kennt ihr diesen Song, was auch immer Billy da gerade gesungen hat? Schreibt mal in die Kommentare. Jetzt schnappen wir uns hier vorne noch solche Pizzakartons und die können wir überall platzieren, damit wir unendlich viel Pizza haben. Und hier sind sogar solche coolen Waffeln, sehen die nicht cool aus? Leute, ich glaube, das reicht an Snacks, ist auch eher wirklich mal. Das ist schon ein bisschen zu viel. Und wir nehmen sogar so Popcorn, die können wir überall essen. Nee, das Popcorn, das platzieren wir hier, damit wir das beim Film essen können. Und somit würde ich sagen, ich habe fertig gebaut, die Mutanten-Zombies kommen jederzeit. Billy, wo ist mein Ausgang? Wo ist mein Ausgang? Leute, der hat etwas kaputt gemacht. Wir müssen die Tür uns nochmal schnappen. So, Freunde, ich habe die Tür wieder hinplatziert. Und nein, Billy, die Mutanten-Skelette kommen. Wir haben keine Zeit mehr. Alter, gleich ist die letzte Minute vorbei. Familie, kommt schnell in mein Haus. Hier ist es am sichersten. Nein, kommt in mein Haus. Meine Familie ist schnell. Bei mir ist sicher. Alter, Billy, bei dir ist es nie im Leben sicher. Leute, wir haben es uns ja schon angeguckt. Aber wir gucken uns mal ganz kurz an. Wie sieht's bei Billy aus? Junge, Billy, was ist das denn hier? Was hast du hier hingebaut? So, Lucky, wir haben noch ganz bisschen Zeit. Ist mir aufgefallen. Die Skelette kommt ein bisschen verspätet. Hä? Was? Okay, dann lass uns mal ganz kurz anschauen, was du hier gebaut hast. So, Billy, was ist das denn hier bitte sehr? Ganz viele Ke... Alter, die hast du von mir geklaut. Nee, hab ich nicht. Ey, Billy wird niemals klauen. Sim, wirklich, nicht geklaut. Junge, das ist so gelogen, Leute. Ich kenne Billy, wenn er lügt. Okay, was ist das hier vorne? Hobbyraum? Hobbyraum. Was soll das heißen? Das ist mein Hobby. Das, was da drin ist, ist mein Hobby. Verstehst du nicht? Doch, ich verstehe schon, Billy. Es war so klar, Billy. So, wir machen sofort die Tür wieder zu. Ich gehe da gar nicht mehr länger rein und ich werde auch nie wieder reingucken. Warum nicht? Magst du mein Hobby etwa nicht? Du hast bestimmt kein Hobby. Du bist hobbylos. Junge, Billy, dein einziges Hobby ist, Pupsi zu gehen. Mehr nicht. Ja, doch, nee. Und Kekse essen. Okay, Billy, aber sonst... Okay, nee, weißt du was? Red gar nicht erst mit mir. Billy, was ist das hier bitte? Was hast du gebaut? Ich sehe gar nicht mehr so schlecht aus, aber es ist alles mit Pupsi voll, Junge. Ich hab einfach so Hobbyraum da gemacht mit Pupsi. Und was ist das hier vorne? Aha, das ist so eine kleine Bar, oder was? Ja, jetzt verkaufe ich meiner Familie mal richtig coole Kekse. Perfekt. Und was ist das hier? Kann ich, dass das ein bisschen von mir geklaut ist? Nee, stimmt wirklich. Niemals geklaut. Nein, nichts geklaut. Billy klaut nicht. Billy ist nett. Ah ja. Du lügst schon wieder, Billy. Leute, irgendwie, wisst ihr was? So, wenn Billy bei mir klaut, ja, dann klaue ich auch mal ein bisschen was. Das ist mal einfach ein Bogen, den ich ihm gegeben habe. So, das, ey, ich hab nichts geklaut. Ey, ich hab's genau gesehen, Billy. Du hast es geklaut. Hör auf zu klauen, Alter. Okay, ja, Billy, ich hör auf. So, kannst dein Blut wieder haben. Leute, ist echt gar nicht mehr so schlecht. Das nehme ich mit. So, perfekt. Hey, ich hab alles wieder. Oh, okay, Billy, entspann dich. Hier, jetzt hast du wirklich alles. Spaß hast du nicht. Bob, fress mir Eisbogen. Bum, 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 bum. Ich hab viel krasseren Bogen. Ich hab viel schöne Kugel. Ist alles. Bum, 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 bum. Oh, okay, Billy, egal. Wir gehen weiter. Wir schauen uns jetzt hier dein... Was ist das? Fernsehen an. Ja, Billy, ist gut, aber ich hab so richtig viel Lautsprecher. Du hast gar keinen Lautsprecher, Billy. Nee, brauch keinen Lautsprecher. Okay, ist Lautsprecher... Warum brauchst du keinen Lautsprecher? Lautsprecher ist für Pupsis. Weil man ergibt keinen Sinn. Lautsprecher ist für Noobs. Okay, Billy, wie auch immer, was hast du hier gebaut? Das ist mein schönes Bett, schau mal. Okay, Billy, ich sag dir ehrlich, wenn hier nicht alles voll wäre mit Spinnennetzen, wieso auch immer. Okay, das sieht echt gar nicht mehr so schlecht aus, Billy. Ich glaube, du hast dich verbessert mit der Zeit. Kann es sein, dass du von mir gelernt hast? Von dir? Nee, weil es geht gar nicht, weil du bist ein Noob, von dir kann man nichts lernen, du bist schlecht. Junge, Billy, du bist viel schlechter als ich. Guck an, was du gebaut hast. Ich glaube, du verbessert dich langsam. Leute, seid ehrlich, das ist gar nicht mehr so. Okay, doch, es ist schlecht, Leute. Also, schreibt alle nochmal eine 1 in die Kommentare. Und jetzt kommt die Mutanten-Skelett-Familie. Geht schnell in mein Haus, schnell, schnell, schnell. Okay, Leute, ich habe meine Familie sicher gebracht. Und nein, wir haben jetzt Survival-Modus. Das heißt, die Mutanten-Skelette kommen. Okay, Leute, ich muss mich jetzt ganz schnell ausrüsten. Billy, sind die Mutanten-Skelette schon da? Siehst du schon irgendwas, Billy?
Nee, bisher. Oh nein, da sind ganz viele. Was, Billy? Das sind wirklich... Okay, Leute, ich komme sofort zu dir, Billy. Warte mal, ich schau mal aus durch mein Fenster. Das ist sicherer. So, Leute, guck mal, von außen kann man hier gar nicht rein. Wo... Oh nein, das sind wirklich die Mutanten-Skelette. Billy, sind die schon bei dir oder wo bist du? Meine Schweine, macht doch endlich was. Junge, ich hab dir doch gesagt, die Schweine werden nichts anrichten. Leute, wo sind die Mutanten-Skelette? Ich glaube, die sind direkt bei uns. Ich glaube, die sind direkt bei mir. Okay, wisst ihr was, Freunde? Ich werde mich jetzt ganz schnell ausrüsten. Ich nehme jetzt die Schwerter und werde die Skelette attackieren. Jetzt gibt es einen fetten Fight, Leute. So, bam, meine heftigste Ausrüstung hier. Ich brauche noch ganz viele Pfeile. Und was haben wir vergessen, Leute? Eigentlich gar nichts mehr. Wir haben alles. Und ich werde uns jetzt retten. Let's go. Warte mal, soll ich mein... Ich nehme meinen Roboter mit. Let's go. Ich muss hier raus. Okay, Leute, wir sind jetzt draußen. Ich werde hier... Das sind ganz viele Mutanten-Skelette. Oh nein, was machen die da? Billy, du bist schon im Fight. Ja, also Magie, ich werde die alle zerstört, obwohl, doch nicht, ich hau ab. Was? Ey, Billy, du machst Rückzug. Alter, ich werde die alle besiegen. Haha, die werden in meine Falle reintappen. Kommt nur her, Mann. Ich lock die an. Warte mal, warum tappen die da nicht rein? Leute, ihr müsst mir helfen. Schnell, Hundin, kommt hier. Schnell attackiert das Skelett. Leute, kommt schon, meine Wölfe. Ihr müsst mir helfen. Warte mal, warum attackieren die jetzt mich? Ey, ihr müsst die Gehege Skelett attackieren. Ja, let's go. Haha, meine Wolf-Armee wird euch vernichten. Let's go, Leute. Attackiert sie. Boom, boom, boom. Alter, Leute, ich habe so viele Wölfe. Bam. Attackiert die Skelette. Attackiert die Skelette. Bam, ich werde euch helfen. Oh nein, die pusten mich weg. Ey, die sind viel zu stark. Komm schon, meine Wölfe müssen das erledigen. Ich habe nicht mehr viele Goldäpfel. Und die sind viel zu stark. Ey, die bekämpfen das. Meine Wölfe sind echt stark. Okay, die helfen mir. Okay, das heißt, bam, fress das. Boom, fress meinen Dreifachbogen. Selmaki, ich bin weg mit meinem Helikopter, ne? Tau, tau. Warte mal, was? Billy, du kannst kein Helikopter fliegen. Ich hab's dir doch schon gesagt. Alter, Leute, die sind so krass, die sind so krass. Aber meine Wölfe, die machen einen guten Job, Leute. Die attackieren die. Boom, ich glaub an euch. Leute, wir benutzen das Lucky Blonde. Komm schon, der muss doch irgendwas bringen. Und jetzt mein fettes Schwert. Bam, fress das. Und jetzt das Schwert. Boom. Oh, ey, das ist ultra stark. Warte mal, was ist dieser Fall? Wow, wie krass ist das? Boom. Boom. Hohoho. Junge, ich nehme die komplett hops. Oh nein, ganz wegen Leben, Leute. Ich glaube, ich muss einen Fluchtplan aktivieren. Billy, was machst du da oben? Warum hilfst du mir nicht? Bam, ich werde die alle erledigen. Butz, fress das. Fress das, Junge. Ihr habt keine Chance. Die haben doch eine Chance, Leute. Ich glaube, die sind ein bisschen zu stark. Fress. Leute, ich habe die besiegt. Ich bin zu stark. Aber es sind zu viele, Leute. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell den Fluchtplan ergreifen. Leute, wir essen ganz, ganz schnell den Goldapfel und jetzt, bam, in unsere Maschine rein und abhauen. Leute, wir müssen, es tut uns leid, okay, Billy, du musst schnell auch abhauen, wir haben keine Zeit, nein, schnell in unser Haus rein. Okay, Leute, ich bin jetzt oben und ich hoffe, die Skelette können uns hier nicht attackieren. Die springen hoch, die wollen uns auch hier attackieren. Nein, Familie, ihr müsst schnell mitkommen. Kommt in das Flugzeug rein, setzt euch rein und schnell, wir müssen hier wegfliegen. Leute, ich würde sagen, wer es mehr wie zusammen sehen wollt, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ich mache hier meine Skelettrüstung weg, ansonsten drücke schnell aufs nächste Video. Ciao, ciao, Leute, drückt aufs nächste Video, Familie, kommt mit, let's go, wow. Und aktiviert die Glocke, ganz, ganz wichtig, Billy, lasst uns hier abhauen, schnell.